time. I wasted all my nights. I wasted it on someone who's indifferent. He didn't love me right. He told me I was blind, but I never really wanted to listen. Hallo, der Matthias ist wieder hier und ich freue mich, dass du dir das Video anschaust. Ich bin heute on the road again, unterwegs. Ich bin rausgefahren an einem wunderschönen Sonntagvormittag nach Bremerhaven und ich möchte euch in diesem Video zwei Leuchttürme vorstellen. Wir befinden uns hier vor dem Bremerhavener Oberfeuerleuchtturm. Und zwar ist dieser Leuchtturm auch im Volksmund als Simon-Loschen-Leuchtturm bekannt. Dieser Leuchtturm steht als Bremerhavener Oberfeuer am Neuen Hafen. Es ist der älteste sich noch in Betrieb befindliche Leuchtturm in Deutschland. Gleichzeitig ist dieser Leuchtturm auch ein Wahrzeichen von Bremerhaven. Und steht seit 1984 unter Denkmalschutz. Der Leuchtturm wurde im Jahre 1855 vom Architekten Simon Loschen errichtet. Er wurde gebaut im Stil der norddeutschen Backsteingotik, die wir ja hier in der Ecke doch vermehrt anzutreffen sind.
Der Leuchtturm wurde anfangs mit Gas betrieben und dann 1925 auf Strom umgestellt. Im Jahre 1954 erfolgte dann die Automatisierung auch dieses Leuchtturms. Was bedeutet, dass kein Leuchtturmwärter mehr für den Betrieb notwendig war. Und zu diesem Oberfeuer, dem Leuchtturm in Bremerhaven, gehört dann auch das Unterfeuer, was sich auf der Südseite der neuen Schleuse befindet. Das zeige ich euch jetzt auch gleich noch einmal. Tja, und dann möchte ich euch jetzt auch wieder ein kleines Gedicht vortragen über den Leuchtturm. Es war einmal ein Leuchtturm, der wollte mal sehen, wie weit sein Lichtfinger eigentlich reicht. Also schickte er ihn los, zunächst bis zum Horizont. Da begann sich das Meer zu krümmen. Und so schob auch der Leuchtturm seinen Lichtfinger vorsichtig über den Rand der sichtbaren Welt hinaus. Das war ihm zunächst etwas unheimlich, wie alles, was neu im Leben ist. Aber da nichts passierte und der Leuchtturm noch genug Nachschub an Leuchtkraft hatte, wanderte der Lichtfinger weiter und immer weiter. Wie groß die Erde ist, dachte der Leuchtturm bei sich, und wie weit dieses Meer. Plötzlich kitzelte den Leuchtturm etwas am Ohr. Erschrocken drehte er sich um und blinzelte geblendet. Sein Lichtfinger war einmal um den Erdball gekrochen und nun wieder bei ihm angekommen. Sieh an, sagte der Leuchtturm da, so groß ist die Welt nun auch wieder nicht, dass man sich nicht selbst am Hinterkopf kratzen kann. Gesagt, gehört zum Bremerhavener Oberfeuerleuchtturm, auch untrennbar der Unterfeuerleuchtturm in Bremerhaven. Er befindet sich hier an der Südmole und zwar wird dieser Leuchtturm im Volksmund auch gern als Minarett bezeichnet. Beide Leuchttürme senden ihr Lichtsignal immer im Gleichtakt, also absolut synchron. 2 Sekunden an und 2 Sekunden aus. Thank you.
ja, das war dann also mein kleines Video hier vom Leuchtturm in Bremerhaven. Ich freue mich, dass ihr es bis zum Schluss geschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr mir ja einen kleinen Daumen nach oben da lassen oder einen Kommentar. Apropos, ihr könnt sowieso gerne auch in die Kommentare reinschreiben, was euch gefällt an meinen Ideen und was nicht. Und ob ich noch irgendwelche anderen Sachen außer Leuchttürme mal für euch dokumentieren soll. Ja, dann bleibt mir nur zu wünschen, dass ihr alle gesund bleibt. Habt viel Spaß, umgebt euch mit netten Leuten und wir sehen uns dann in meinem nächsten Video. Also bis bald, euer Matthias.